Boah, ist das ekelhaft. Aber vor allem, wer ist die Nächste? Können wir sie nicht retten? Weiß man, wer sie ist? Aber ich gehe mal hoch zu Browning, mal gucken, was uns da erwartet. Der scheint ja nicht erfreut zu sein, so wie sie das gerade gesagt hat. Handy sucht die. Ja, hallo? Hi, Vicky, ich bin's. Hi, Richard. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, weil du so schnell aus der Galerie weg bist. Und angerufen hast du auch nicht. Alles klar bei dir? Ja, alles klar. Tut mir leid. Aber wir haben noch eine Leiche gefunden und irgendwas an der Sache stinkt. Oh Gott, wie hältst du das nur aus? Ich bin total geschafft und könnte eine kleine Entspannung gebrauchen. So wie vorletzte Nacht. Na. So eine Entspannung tät mir auch gut. Komm doch her, dann zeige ich dir erst die neue Ausstellung und dann entspannen wir uns. Verlockendes Angebot. Aber geht leider nicht. Warum nicht? Weil ich mir erstmal eine Abfuhr beim Chef abholen muss. Sag mal, wieso redest du überhaupt ständig von dieser Ausstellung? Bist doch sonst nicht so eifrig. Naja, ich habe da eben einen Künstler entdeckt. Nicht ich allein, natürlich, sondern mit ein paar Leuten von der Chicagoer Kunstakademie. Wir sind bei einer Auktion auf ihn gestoßen. Ein Maler aus L.A., der ursprünglich aus Chicago kommt. Heißt Mark Ackermann. Die Leute von der Akademie und ich haben fast alle seine Werke gekauft. Aber einige fehlen noch. Für eine Ausstellung reicht's aber schon. Richard, tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Oh, Entschuldigung. Ich bin mal wieder nicht zu bremsen. Macht nix. Ich melde mich dann. Okay. Pass gut auf dich auf. Ja, klar. Also, tschüss. Tschüss. Sie wurde fast getötet, aber erzählt ihm nichts davon. Na super. So. Dann holen wir uns mal die Abfuhr beim Steppe. Ja, ich... Er ist immer noch zu Gange. Was ist denn los? Ja, ich weiß, aber... Ja, aber... Was geht hier eigentlich vor? Ja. Ein Verdächtiger ist ins Leichenschauhaus eingebrochen? Agent McPherson und Inspektor Miller, ich will sie sofort in meinem Büro sehen. Und dann können sie mir auch gleich einen Kaffee mitbringen. Ich muss auflegen. Tschüss. Hol dir deinen Kaffee doch selbst, du blöder Piep. Victoria, könntest du... Keine Panik, Miller. Ich deck dich schon. Du musst eh den Bericht fertig machen. Ich besorg schon den verdammten Kaffee. Und heute in Chicago weiß, Agent McPherson holt ihrem Chef einen Kaffee. Brauchst nicht noch einen draufzusetzen, ne? Sorry. Ich habe übrigens auch gute Nachrichten. Erzähle ich dir dann nachher. Sag schon mal, worum es geht. Einige Indizien passen zusammen. Wir haben vielleicht eine heiße Spur. Und du hast noch nichts gesagt? Nein. Ich wollte mich erst mit dir besprechen. Okay. Wir sehen uns nachher. So ist er jetzt seine Freundin mal losgeworden. Okay, einen Kaffee möchte der. Blöde Sack. Dann kriegt er seinen Kaffee auch. Vielleicht können wir ihm ja wie bei Franbo einfach den Kaffee über den Schoß kippen. So, wenn ich mich recht erinnere, dann war seine Tasse hier, ne? Mhm. Juhu. Was stand da drauf? Mal eben nachgucken. Todd, FBI. Na toll. Und hinaus. Ne, hier war nur Wasser, oder? Kein Kaffee. Ach, das ist eine Kaffeemaschine, keine Wassermaschine. Ich brauche keine Servietten. Das klappt nicht. Ja, vielleicht klappt es ja hiermit. Ohne Kaffee kann ich zwar nicht arbeiten, aber hier werde ich wohl eine Ausnahme machen. Nee, die sollst du da hinstellen. Ah, okay, jetzt geht's. So. Voller Kaffeebecher. Supi. Was man nicht alles tut, ne? In so einem Job. Und da stellt man sich das Leben einer FBI-Agentin viel spannender vor. Aber nein, sie holt auch ihrem Chef nur Kaffee, wie jeder andere. So, dann geh mal rein da und stell dich dem. Ah, hier können wir uns noch was angucken vorher. Ein Taser. Vielleicht sollte ich Todd eine kleine Ladung verpassen, um ihm das Hirn zu lüften. Ja, mach das doch. Ein Taser. Hier ist sonst nichts. Okay. Achso, ich stehe natürlich nicht genau richtig. Dreh dich mal bitte so zu ihm. Jo, jetzt könnten wir, glaube ich, den Kaffee benutzen. Hier, Ihr Kaffee. Danke. Ja, bitte.
Und was habe ich diesmal verbrochen? Sagen Sie mal, hatte ich nicht Sie und Miller herbeordert? Auch egal. Solange Sie nicht vergessen haben, dass Sie nicht alleine arbeiten. Das habe ich keineswegs. Okay, dann spucken Sie mal aus. Was war heute Nacht los? Der Täter ist vermutlich durch die Garage reingekommen. Das weiß ich bereits von Claire. Ich will wissen, was draußen los war. Ich habe ihn mit dem Wagen verfolgt, bis er in einer Gasse über eine Feuerleiter aufs Dach geklettert ist. Als ich oben ankam, verpasste er mir mit einem Stück Holz einen Schlag auf die Schulter und dann entkam er über die andere Feuerleiter. Vielen Schüsse? Ja, einer. Irgendwelche Spuren? Nicht wirklich. Nur wie das nächste Opfer aussieht. Oh, nur keine voreiligen Schlüsse ziehen. Claire sieht sich gerade die Datenbank an, ob sie irgendetwas findet. War's das? Ich habe nämlich noch zu tun. Ich werde Ihnen vorübergehend die Leitung dieser Untersuchung entziehen müssen. Was? Wieso? Weil man leicht durchdreht, wenn man sich zu sehr mit einem Fall identifiziert. Da wären Sie nicht die Erste. Und drehe ich vielleicht gerade durch? Ihnen stinkt's lediglich, dass wir in den Nachrichten wie Blödmänner dastehen. Es geht Ihnen doch bloß ums Image. Es geht darum, wie Sie sich in letzter Zeit aufführen. Wir brauchen Ergebnisse und Sie anscheinend eine Pause. Ach, das ist doch völliger Quatsch. Da sehen Sie es selbst. Wissen Sie was, Browning? Was ich an Ihnen besonders schätze, ist Ihr Feingefühl. Was ein Arsch, ey. Reden wir mal mit Miller darüber. Und? Alles in Butter? Er hat mir den Fall entzogen und übernimmt ihn wahrscheinlich selbst. Ach du Scheiße. Tut mir echt leid. Lass gut sein. Wird weder das erste noch das letzte Mal sein. Von welcher heißen Spur hast du vorhin eigentlich gesprochen? Du sagtest doch, ich soll die Infos von Opfer 4 und 5 vergleichen. Und ich hab da vielleicht was. Spuck's aus. Du meintest, die letzten zwei Opfer hätten den Täter vermutlich gekannt, weil er ihr Gesicht verdeckt hat. Ich hab jemanden, der beide kannte. Ein gewisser Vaclav Koller. Allerdings fand ich keinen Zusammenhang zwischen ihm und den ersten drei Opfern. Okay, klingt nach so einem Namen wie auch die in Prag. Wie bist du denn auf seinen Namen gestoßen? In Claires Bericht zu Opfer 5 fand ich ein Foto, das aus der Handtasche der Leiche stammte. Da sind das Opfer, eine andere Frau und ein Typ drauf, der mir irgendwie bekannt vorkam. Weil ich ihn nämlich wegen des vierten Mordfalls verhört hatte. Er war ihr Mentor an der Uni. Also las ich nochmal meinen eigenen Bericht und ich bin mir sicher, dass es derselbe Typ ist. Und kannten sich Opfer 4 und 5? Bisher gibt's dafür keine Anzeichen. Aber sie kannten beide diesen Typ. Vielleicht sollten wir ihn nochmal verhören. Allerdings. Aber das mache ich allein. Mit dir hat er es schon zu tun gehabt. Das könnte ihn nervös machen. Und welche Neuigkeiten gibt's da unten? Der Mörder ist ins Leichenhaus eingebrochen und hat uns ein Foto des nächsten Opfers hinterlassen. Das soll wohl ein Scherz sein. Von wegen ein Scherz. Der Typ ist ein verdammtes Arschloch. Du solltest runtergehen und es dir ansehen. Claire macht noch ein paar Tests und schickt es dann ins Labor. Meinst du, man kann sich da runterwagen? Inzwischen? Ja. Okay. Ich guck's mir an. Und ich statte Cola einen Besuch ab. Ich hab dir die Adresse auf deinen Bordcomputer geschickt. Und ich versuche den Freundeskreis des letzten Opfers zu befragen. Vielleicht finde ich die andere Frau auf dem Foto. Tu das. Okay. Wir haben neuen Eintrag und dann wollen wir Collar besuchen. Suchen und dann verhören. Profil. Okay, ich muss von vorne anfangen. Alles noch einmal durchgehen, wie bei einem Puzzle, das man mal ein paar Stunden liegen lässt. Erstens, er verdeckte den beiden letzten Opfern das Gesicht. Er kannte sie. Egal, wie verrückt er auch ist, ein Teil von ihm lehnte sich gegen die Tat auf, wollte sie verdrängen. Es ist immer einfacher, jemand Fremden weh zu tun. Deshalb verdeckt er ihnen das Gesicht und jetzt wissen wir, dass wir nach etwas suchen müssen, das sie gemeinsam haben. Da, wo sie Gemeinsamkeiten aufweisen, finden wir auch ihn. Okay, mal eben richtig hinsetzen. So, wir wollen zu Cola. So hieß er doch, ne? Dann tun wir das auch. Vielleicht kommen wir auf der Karte direkt dahin, um ihn einladen zu können. Ich frage mich, was passiert eigentlich mit so FBI-Agents oder Polizisten im Allgemeinen, wenn denen so ein Fall entzogen wird? Arbeiten die dann trotzdem irgendwie weiter, nur halt, dass sie nicht mehr das Sagen haben, sondern halt irgendwie auf wen anderes hören müssen? Oder sind die dann für die Zeit arbeitslos und quasi im Urlaub unbezahlt? Ich weiß es gerade gar nicht so genau.
So. Ich glaube, hier ist das Neue. Genau, zum Campus. Das machen wir auch. Entschuldigung. Ich entschuldige mich sehr viel, weil ich immer noch meine Stimme ein wenig, bin immer noch krank und meine Stimme ist kratzig. Deswegen muss ich mich öfters mal räuspern. Es tut mir leid. Campus, Universität von Chicago. Das erste Opfer arbeitete hier und Opfer 3 und 4 waren Studentinnen. Berücksichtigt man das bei der Theorie, dass der Mörder das vierte Opfer kannte, dann sollte man einmal die Universität näher untersuchen. Okay. Klar, was wäre das auch ohne eine Flagge? University of Chicago steht da. Mit Lichterketten, das ist süß. Hier auch im Baum, echt hübsch. Ah, okay, gehen wir mal rein. Aber dieses Ding ist echt groß, ne? Vor allem, dass sie da oben dann so ein Panzerding hat. Oh, wer ist sie denn? Nach oben können wir auch. Aber wir reden natürlich jetzt erstmal mit ihr. Oh, hoppala, können wir gar nicht. Können gar nicht mit ihr reden. Ist ja komisch. Na gut, dann gehen wir nach oben. Achso, ist das hier nur die University oder ist das auch ein Studentenwohnheim? Wir können nur in den Raum, sonst können wir hier nirgendwo hin. Dann machen wir das natürlich auch. Wer ist da? Agent McPherson, FBI. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn Sie einen Augenblick Zeit hätten. Für eine solch charmante Agentin immer. Hm. Kann ich reinkommen? Natürlich. Komischer Typ. Hm. Hätte mich gewundert. Was? Hm, nichts. Hab mit mir selbst geredet. Ach so. Clockwork Nightmare. Ist das ein Comic? Kennen Sie eine gewisse Natalie Kenworth? Ja, kannte ich. Also wissen Sie vermutlich, dass sie vor einem Monat umgebracht wurde? Ja, darüber habe ich auch bereits mit einem Ihrer Kollegen gesprochen. Das weiß ich. Aber wie haben Sie sie noch gleich kennengelernt? Waren Sie Studienfreunde? Gute Freunde? Oder hatten Sie vielleicht ein Verhältnis mit ihr? Ich war ihr Mentor. Sie studierte Kriminologie und ich half ihr bei manchen Kursen. Sie kam oft her. Kennen Sie Cynthia Woods? Cynthia Woods? Nicht, dass ich wüsste. Ganz sicher nicht. Vielleicht hilft Ihnen ein Foto auf die Sprünge. Ach die. Stimmt. Sie ist eine Freundin meiner Nachbarin. Ich habe sie schon mal auf einer Party gesehen. Von da stammt das Foto. Sie kennen Cynthia also nicht näher? Nein. Sie ist mehr mit meiner Nachbarin befreundet. Hab sie vielleicht zweimal getroffen, bei der Party und mal im Flur. Wieso? Sie wurde brutal ermordet in einem verlassenen Gebäude gefunden. Sie glauben doch nicht. Hören Sie, ich schreibe ständig an meine Arbeit und gehe kaum raus. Ich war nur auf Mias Party, weil sie mich eingeladen hat. Hat sie bestimmt getan, damit ich mich nicht über den Lärm beschwere. Hm. Mia ist die andere Frau auf dem Foto? Ja, sie wohnt nebenan. Worüber schreiben Sie Ihre Arbeit? Über einen Serienmörder, der Ende der 20er Jahre als der Ripper von Perlovka bekannt war. Aha. Was Sie nicht sagen. Kennen Sie den Fall? Kann sein. Interessant, okay, wie das alles verwurzelt ist, ne? Darf ich mal einen Blick reinwerfen? Na klar. Ich druck Ihnen gerne ein Exemplar aus. Also ein Kriminologiestudent, was? Hm. Hatten Sie schon mal Professor Pratt? Nein, aber ich kenne ihn. Wir sprachen mehrmals über seltsame, ungelöste Fälle. Hat er noch immer so einen schlechten KG? KG? Körpergeruch. Auf Deutsch stinkt er noch immer so. Allerdings. Also, kriege ich nun ein Exemplar? Klar, ich bin gleich wieder da. Okay. Ah, ist das so eine Fliegenfalle oder was? Boah, das sieht aber eklig drin aus. Das ist meine Chance. Ich sollte irgendwas mitnehmen, um Fingerabdrücke zu bekommen. Ja, dann machen wir schnell. Das hier zum Beispiel. Ich will keine Samenprobe, sondern Fingerabdrücke. Hier unten vielleicht. Eine Flasche. Na also, da hätten wir genau das Richtige. Hier. Vielen Dank. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Ihre Meinung würde mich brennend interessieren. Kein Problem. Sie haben nicht vor, das Land zu verlassen. Nein. Okay.
Danke für Ihre Hilfe. Ich melde mich wieder. Okay, ich hätte mich gerne noch einmal umgeschaut. Aber gut, dann gucke ich mal, was wir hier bekommen haben. Profil Campus. Cola wird vorgestellt. Super. Jetzt will irgend so ein beschissener Loser beweisen, dass Opa ein Serienmörder war. Ich hoffe nur, dass das niemand unten im Süden erfährt. Cola scheint aber wirklich an Serienmördern interessiert zu sein. Vielleicht ein wenig zu interessiert. Es ist bereits vorgekommen, dass solche Leute es dann sogar selbst einmal ausprobiert haben. Wieso will er beweisen, dass Opa ein Serienmörder war? Wüsste ich jetzt nicht, warum. Haben wir uns den schon angeguckt eigentlich? Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Colas Doktorarbeit. Ich lese das mal eben und dann beenden wir die Folge auch. Ohne Reue. Ungelöste Serienmorde, eine Untersuchung der Serienmorde 1931 in Chicago und ihr Bezug auf die Morde des Perlovka Rippers 1929 in Prag, Tschechische Republik. Von Vaclav Kolar eine Forschungsarbeit eingereicht für das Magisteratium in Kriminologie genehmigt. 6 Semesterpunkte, Fakultät für Psychologie, Universität von Chicago. Februar 2004. Ich versuche, die Fallberichte von den Prager Perlovka-Ripper-Morden aus dem Jahr 1929, Tschechische Republik, und die Serienmorde in Chicago aus dem Jahr 1931 zu untersuchen, um Gemeinsamkeiten in der Methodik und eine durch die Untersuchung der Umstände der Morde, einschließlich Polizeiakten, Berichte der Leichenbeschauer und Sekundärdokumente, einschließlich Zeitungsartikeln, die in Anbetracht der sensationellen Natur der Morde ungewöhnlich dünn gesät waren, und den Aufzeichnungen von Jiří Skalník, dem leitenden Ermittler des Falles in Prag, und durch die kurzen Einblicke in FBI-Archive denke ich, den Mörder gefunden zu haben. Gustav McPherson, Privatdetektiv und amerikanischer Exilant, war zum Zeitpunkt der Morde in Prag. Er war im Jahre 1931 während der Morde auch in Chicago. Oh, okay. Jetzt verstehe ich, was sie meinte. Weitere Nachforschungen bezüglich Mr. McPherson brachten zutage, dass er im Winter 1922 aus New York floh. Es gab Vorwürfe seitens der dortigen Polizei, dass er möglicherweise für einen ungelösten Mord verantwortlich war, in den ein ehemaliger Klient verwickelt war. Als er in Paris lebte, arbeitete McPherson offenbar als Maler, bis er im Herbst 1925 in die White-Affäre hineingezogen wurde. Die Ermittlung eines Doppelmordes im Hotel Orphy. Interessanterweise kannte McPherson eines der Opfer namens Faye Johnson unter dem Pseudonym Ruby White registriert. Und zwar eventuell... Oh, Moment mal. Nee, doch, das war richtig. Nee, und eine Signatur zu finden, die zeigen, dass beide Mordserien auf die gleiche Person zurückzufinden sind. Okay, hier hatte ich alles. Entschuldigung, so. Unter dem Pseudonym, und zwar eventuell auf... Grund der Ermittlungen, die ihn zum Verlassen von New York gezwungen hatten. McPherson verließ daraufhin Paris. Wo war ich denn jetzt gerade? Entschuldigung. Gezwungen hatten. Da. McPherson verließ daraufhin Paris, offenbar um sich den Behörden zu entziehen, die ihn möglicherweise als Verdächtigen bei den Morden im Hotel Orphy ausgemacht hätten. Er ging nach Prag, wo er von der Malerei abließ, um wieder als Privatdetektiv zu arbeiten. Nach dem letzten der Prager Morde, dessen Opfer eine Prostituierte namens Ida Skalikova war, okay, deren Dienste McPherson bekanntermaßen in Anspruch genommen hatte, floh McPherson erneut und war somit der Polizei, die einen Haftbefehl für ihn erließ, einen Schritt voraus. Nach seiner Abreise hörten die Prager Morde zwar auf, sollten sich aber in Chicago fortsetzen, wo McPherson 1931 auftauchte. Dort gab es 3 weitere Morde zu verzeichnen. McPherson nahm danach wieder seine Karriere als Privatdetektiv auf und schien nie dieser Morde verdächtigt worden zu sein. Wenn mein Vorschlag angenommen wird, möchte ich einen überzeugenden Fall präsentieren, in dem dargestellt wird, dass McPherson sowohl der Perlovka Ripper als auch der Verantwortliche für die Chicago-Morde ist. Außerdem möchte ich gerne ein psychologisches Profil von McPherson erstellen, um besser verstehen zu können, was ihn zu solch fürchterlichen Verbrechen antrieb und warum er dann offenbar mit den Mordtaten aufhörte, was nach aktuellen Theorien untypisch ist.
Okay, ja, da haben wir es ja schwarz auf grün, dass die Ida stirbt. Ich speichere gerade das Spiel mal in der Zeit, dass unsere Ida noch ermordet wird. Das war ja das, was ich schon befürchtet hatte. Ja, kacke, ne? Ist jetzt also eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Hoffentlich nicht schon in der nächsten Rückblende. Und der Typ glaubt also, dass McPherson, also unser Opa, das war, aus unserer Sicht, opala, natürlich irgendwie kacke. Ne? Klar, wir spielen den. Was heißt kacke? Also unverständlich. Andererseits muss ich aber auch sagen, weiß man ja eigentlich nie, ne? Also wir spielen den zwar, aber es heißt ja nichts, dass er da nicht irgendwie sowas verbergt, obwohl ich das für sehr unwahrscheinlich halte. Trotzdem kann man es nachvollziehen, warum er es glaubt. Ich meine, der war zu der Zeit da, hatte auch mit Ida diesen regen Kontakt, ne? Und nach seiner Abreise, wenn die Morde dort wirklich aufgehört haben. Und ja, ne, dann in Chicago, wenn es da weiterging und er dann zu der Zeit auch wieder dort aufgetaucht ist. Was ich mich jetzt nur frage, ist, da steht, dass es ungelöst blieb, ungelöst war. Der Mörder wurde nicht gefasst. Das heißt, wenn wir jetzt in der Rückblende spielen, wissen wir ja eigentlich, dass Ida was passieren wird. Plus wir wissen, dass wir den Mörder eh nicht fangen und herausfinden werden. Und da frage ich mich natürlich, werden wir im Verlauf des Spiels herausfinden, wer der Mörder war? Jetzt in der heutigen Zeit. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dort weitergeht. Und ich bedanke mich an der Stelle auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich mag es lieber, mit Victoria zu spielen und das hat mir hier gerade wieder furchtbar Spaß gemacht. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob wir das nächste Opfer vielleicht retten können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!